Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Ich brauche nichts, mein Freund. Ich habe alles, was ich brauche. Denn die gute Pipe ist dabei. Hallo. Und ja. Neue Mission, neues Glück. Ich weiß gar nicht, was kommt. Aus dem Feuer. Begib dich zur Finch Farm, okay. Weil das hier können wir immer noch nicht. Aber aus dem Feuer. Das hört sich doch. Das hört sich sehr gut an. Das ist da. Da waren wir leider noch nicht. Das heißt, wir müssen von da aus kurz weiter hochlaufen. Ist aber nicht weit. Auf jeden Fall, wir sind fast Level 24. Das sollten wir in diesem Part schaffen. Ne? Und ja. Das schaffen wir auch in diesem Part. Ich sag das so, und dann ist es das auch so. Okay? Okay. Everybody is happy. Shalala. So. Es ist neblig. Okay. Ja, ihr hattet mir, glaube ich, damals diesen krassen Fight gegen die Supermutanten mit, also mit dem Paladin. Der ja leider nicht mehr dabei ist. Ich hätte ihn echt gerne wieder. Da hinten ist die Brücke. Da komme ich nur nicht hin. Das ist natürlich nicht so toll. Gehe ich halt komplett außen rum. Ist mir auch egal. Alter. Ich will nur auf die andere Seite. Mensch, Leute. Jo, was soll ich noch sagen? Ein Paladin hätte ich gern wieder. Vielleicht hätte ich dafür die dunkle Bruderschaft nehmen sollen. Die dunkle, genau, die dunkle Bruderschaft von Skyrim. Natürlich, die gibt's hier auch. Nein, Quatsch. Die stellerne Bruderschaft. Für das Bauen der Teleportationsanlage da. Aber ist egal, ich habe mich jetzt leider schon falsch entschieden. Aus Versehen, ich wollte das eigentlich gar nicht, aber... Ist nun mal so gekommen, wie es ist. Muss ich so hinnehmen. Vielleicht kriegen wir den Paladin trotzdem irgendwie wieder. So, da ist die Farm. Hallo Kollege. Tut mir leid, ich dachte, du wärst einer dieser wahnsinnigen Geschmiedeten, aber du hast die Verbrennungen nicht. Eine Gruppe von ihnen hat die alte Eisenhütte eingenommen und sie schießen auf jeden, der sie nur ansieht. Wir können helfen. Ich bin bei den Minutemen. Sag mir, was passiert ist. Vielleicht kann ich helfen. Da brat mir einer einen Storch. Hätte nicht erwartet, dass jemand kommt. Mein ungeratener Sohn Jake hat sich des Nachts zu ihnen geschlichen. Er hat das Schwert meines Opas mitgenommen. Das war fast so etwas wie ein Erbstück. Wenn du wirklich bei den Minutemen bist und helfen willst, würde es mir viel bedeuten, wenn du das Schwert zurückbringst. Ich soll also nur das Schwert finden und nicht deinen Sohn. Was ist mit deinem Sohn, Jake? Ist dir egal, was mit ihm geschieht? Ich habe keine Raider großgezogen. Also für mich ist er gestorben. Ich finde es... Tust mir einen großen Gefallen und ich werde mich erkenntlich zeigen. Ich glaube nicht, dass dein Sohn die Scheiße gemacht hat. Es ist 15 Uhr. Ah, das ist direkt hier. Oh, das ist direkt hier nebenan. Schau mal einer an. Ja, das hat sich gereimt. Jetzt könnt ihr euch alle wieder ein Eis backen. Und dann sind wir doch alle glücklich. Okay? Oh, der, da ist wieder so eine. Da sind schon wieder so Kühe. So doppelköpfige. Ich hasse die Kühe. Das ist einfach nicht schön. Okay, schön da drauf gesprungen. Habe ich eigentlich meine Powerrüstung an? Ja, okay. Oh, wieder meine sexy Unterwäsche hier. Ja. Ja, ich wollte gucken, ob ich meine Powerrüstung an hatte. Das sah irgendwie nicht so danach aus. Das tut mir leid. Ich hätte ein bisschen Schiss. Aber alles gut, alles gut. Saugus Ironworks. Wo ist denn hier bitte der Eingang? Ah, hier komme ich nicht durch. Schade, ich bin dafür zu fett. Sollte man mir abnehmen. Hey.
ist der Eingang auf jede Seite. Das sieht doch schon besser aus. Die heißen Geschmiedete. Oh, da ist so einer. Ziehen wir viel ab. Oh mein Gott. Die ziehen mir verdammt viel ab. Okay. Alter, hier geht mir viel zu viel die Luzi, ey. Aber viel zu viel. Holy shit. Wer hätte damit gerechnet, ey? Ich dachte jetzt easy win, aber... Huh. Mich denn? Hallo? What the? Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein... Okay. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt anders. Okay, ich bin auf jeden Fall das Level up. Okay. 16 Uhr. Ihr hört das Minuteman Radio. Alles Alter. Ihr geht mir viel zu viel ab, Leute. Viel zu viel. Na, das ist so ein Roboter! Das ist so ein Roboter! Habe ich mit gerechnet, habe ich mit gerechnet. Okay, Leute. Ich will ja nichts sagen. Okay, ich will wirklich überhaupt nichts sagen. Aber das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Das können wir vergessen. Wow. Wow. Alter. Die Mission können wir abhaken. Also da brauche ich ohne den Paladin nicht hingehen. Aber wie zur verdammten Hölle kriege ich den Paladin wieder? Das ist meine Frage. Naja, was haben wir denn sonst noch? Ach ja, das. Was säubern. Garbet. Hier ist Radio Freedom. Wir senden rund um die. Na komm, wir machen mal Hauptstory, ne? Hauptstory ist vielleicht jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir halten euch auf den Laufenden. Ja, ich will kurz mal gucken. Aber da steht ja nur, sprich mit den Minutemen. Könnte ich rein theoretisch, jetzt nur mal zum Spaß. Oh. Könnte ich jetzt auch noch mit der Bruderschaft sprechen? Das ist meine Frage. Weil es ist ja nur optional.
Weil ich brauche den Paladin unbedingt wieder. Es ist einfach so. Mit der Piper ging es lange gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat sich echt gebessert. Aber jetzt gerade bei der Mission hat man eindeutig gesehen. Es wäre zwar mit dem Paladin auch schwer gegen die Geschmiedeten. Keine Frage. Aber ich denke, mit dem Paladin ist das eindeutig machbarer. Mit der verkackten Piper einfach nicht machbar. So, ich rede jetzt mal mit dem Chef, ne? Mit dem guten Chef schon hier. Der wird mir schon sagen, was Sache ist. Oh. Guten Tag, mein Freund. Ach, ist immer noch dasselbe zu sagen? Wir unterhalten uns später. Ach, der will sich gar nicht unterhalten. Sir, ich bin im Moment zu beschäftigt, um mit Ihnen zu reden. Ach so. Was ist denn mit dem hier? Will der sich unterhalten? Nun, jetzt hast du dir die Prithvin ja angesehen. Was meinst du, Ritter? Oh, sie ist beeindruckend. Ja. Sie ist sehr beeindruckend. Ja, ein echtes technisches Wunderwerk, nicht wahr? Die hellsten Köpfe der Bruderschaft haben mehr als 2 Jahre gebraucht, sie zu planen. Und doppelt so lange, sie zu bauen. Gut investierte Zeit. Gut investierte Zeit, würde ich sagen. In der Tat. Mit der Prithvin in unserem Arsenal können wir unsere gesamte Division mobilisieren und sie an jeden Ort schicken, an dem ältester Maxon sie braucht. Dank ihrer Anwesenheit im Commonwealth ist garantiert, dass unser Einsatz gegen das Institut siegreich enden wird. Davon gehe ich aus. Wir haben keine Chance. So ist es, Soldat. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass dein Rundgang durch die Prithvin dir geholfen hat, dich an unser Leben hier oben zu gewöhnen. Du wirst sehen, je vertrauter du mit ihren Fähigkeiten und ihrer Besatzung bist, desto länger hältst du als Mitglied der Bruderschaft durch. Willst du mit mir noch was über den Paladin reden? Systeme laufen auf Optimalniveau. Du willst mit mir auch nicht reden. Schade. Ja dann. Muss ich das leider so akzeptieren? Oder will der vielleicht jetzt mit mir reden, weil ich mit seinem Befehlshaber da mal geredet habe? Ältester, ich kann gerade nicht reden. Ich muss über Dinge nachdenken. Er muss nachdenken. Und wir kümmern uns dann mal um die Hauptstory, ne? Jo! Oh Gott, ey. Ich brauche unbedingt den Paladin wieder. Unbedingt. Deshalb wäre es jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, ein bisschen Hauptstory zu machen. Gehen wir mal nach Sanctuary und reden mit dem Stratus. Ist der so? Ja, ne? So. Schade, ich war ja eben Level 24, als ich den einen da mit dem Raketenwerfer gekillt habe. Jetzt ja leider nicht mehr. Aber, Gott, passiert. So, da, guck mal, da ist er ja. Hallo. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht nur die richtigen. Das glaube ich dir aufs Wort. Aber ich will mit dir reden. Preston meinte, du könntest dir diese Pläne mal für mich ansehen. Hey. Preston Hallo? Meinte, du könntest dir diese Pläne mal für mich ansehen. Was ist los? Der will nicht mit mir reden. Sprich mich. Preston, Sturges! Du könntest dir diese Pläne mal für mich ansehen. Klar. Zeig mal, was du da hast. Na also, hier. Bitte. Wow, ziemliches Chaos. Sieht aus wie verschlüsselte Radiowellen, okay. Es wird also durchgeleitet. Scheiße, was? Teleportation? Das ist ziemlich abgefahrener Scheiß. Bist du sicher, dass das kein Schwachsinn ist? Bin mir da sehr sicher. Ich habe es von einem früheren Wissenschaftler des Instituts. Im Ernst? Wusste nicht, dass man ein früherer irgendwas des Instituts und gleichzeitig noch am Leben sein kann. Wie dem auch sei. Die Eierköpfe denken sonst nie an den Kleinkram, den man braucht, um etwas tatsächlich zu bauen, aber hier scheint alles da zu sein. Ja,
Ich werde etwas Zeit brauchen, um mir das genauer anzusehen. Die Handschrift ist ziemlich schwer zu entziffern. Du kannst in der Zwischenzeit schon mal mit was anfangen, das er stabilisierte Reflektorplattform nennt. Du wirst ziemlich hochwertiges Metall brauchen, aber im Grunde ist es nichts anderes als die Verkleidung eines Jet-Triebwerks oder sowas. Gute Macht. Gute Arbeit, Sturges. Bedank dich lieber nicht zu früh. Ich hab's im Groben verstanden, aber für die Details werde ich noch etwas Zeit brauchen. Hier sind sämtliche Sachen aufgelistet, die du für das erste Teil brauchst. Ich glaube, wir haben das alles in Sanctuary, wenn du das Ding da bauen willst. Während du daran arbeitest, versuche ich rauszufinden, wie man den Rest dieser Maschine baut. Was ich jetzt schon sagen kann, das Ding wird eine irre Menge Energie brauchen. Behalt das am besten gleich im Hinterkopf. Wenn du also zufällig einen Kernreaktor über hast, könnten wir den gut gebrauchen. Außerdem wird das Teil ziemlich groß. Finde also einen schönen, großen, offenen Platz, an dem viel Energie bereitsteht. Das werde ich machen. Das kenne ich noch alles. Ja, ich finde den Sturges, der Sturges ist ein sehr cooler Charakter. Der ist sehr nett und so. Ja, ich bin auf jeden Fall noch ein Level up, habe ich gerade eben gesehen. Oder auch nicht. Oder einfach auch nicht. Aber der stand doch gerade eben, du bist ein Level up. Da bin ich blöd. Keine Ahnung. So, was wollen wir denn jetzt bauen? Das. Das können wir sogar bauen. Mensch. Sieh mal einer an. So, die Frage ist jetzt, wo bauen wir das? Bauen wir das auf so ein Haus? Das ist ziemlich cool, oder? So, da hätten wir schon mal die Plattform. So, Sturges, ich habe die Plattform gebaut. Bist du zufrieden? Hast du einen guten Platz für den Signalfänger gefunden? Ja. Ja, ich bin bereit, den Rest des Dings zu bauen. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie dieser irre Apparat funktioniert. Soweit das überhaupt möglich ist, ohne ihn zu bauen. Es gibt da noch drei Sachen, die etwas schwerer zu finden sein dürften. Hab sie dir aufgeschrieben. Das restliche Zeug bekomme ich so zusammen. Treffen wir uns am Bauplatz. Dann schauen wir mal, ob wir das Teil zum Laufen bekommen. Danke. Danke, Sturges. Ich mach mich gleich dran. Klingt gut. Wenn du das alles zusammenbaust, solltest du immer im Kopf behalten, dass der ganze Kram verdrahtet werden muss, damit die Teile miteinander kommunizieren können. Wir sehen uns dann am Bauplatz. Viel Glück. Okay. Ach du Scheiße. Alles ruhig hier. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Minutemen zu verpassen. Huch, falsche Taste, Entschuldigung. Radio Freedom. Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf da draußen. Biometrisk. Schaltblatt. Und bau die Konsole. Ach du Scheiße. Leute. Da wird sehr viel auf uns zukommen. Ich hoffe trotzdem, dass wir das im nächsten Blatt schaffen. Wenn es euch gefallen hat, stellt ihr demnächst mal wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.